Hallöchen und willkommen zurück. Juhu. Ja, so, genug gesponnen. Wir sind wieder da. Wir sind zurück und es hat sich ein bisschen was getan. Ein bisschen. Ich habe den Cobblestone-Channel umgebaut und ich habe natürlich erstmal hier den Boden noch ein bisschen weiter ausgelegt. Und habe hier mal ein bisschen, ja, ein Claystone-Channel gemacht. Funktioniert relativ simpel. Rechts seht ihr Stairs, da ist Wasser drin, obendrauf liegt Lava und dadurch entsteht hier drin ein Cleanstone. Hier vorne und hier hinten ist noch ein Schild angebracht, damit Flüssigkeiten hier nach außen treten kann. Unten sind Hopper, die alle in die Chest rein zeigen. Ganz simples System, kann man verdoppeln, je nachdem wie krass deine Spitzhacke gerade ist. Aber im momentanen Zustand kann ich 2 stressfrei abbauen. Mit Glück vielleicht ab und zu mal den dritten, aber 2 ist safe. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall doppelt eine Menge an Stein. Und ich habe da mal was vorbereitet. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen Cobblestone vorbereitet und ja, ich habe vorbereitet. Wir haben eine Double Chest und nochmal eine halbe Double Chest, es sind 54 und 27, 81 Stacks, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Das sollte erstmal reichen. Wir sind aktuell im Tag 23, jetzt nach dem Schlafen, Tag 24. Deswegen habe ich auch gesagt, mir gesagt, so, hey, okay, das muss jetzt erstmal reichen für den Ausbau. Weil wir kriegen bald Besuch und den würde ich gerne miterleben. Hier oben ist noch ein Villager, der hat vorhin wieder gemeint, er muss erscheinen. Wir könnten uns Turtles holen. Oder uns ein Fox. Nein, ein Fox kommt mir nicht auf die Insel. Wenn ein Fox hier auf der Insel erscheint, der wird direkt, und zwar direkt, wieder gekillt, weil der killt auch einfach alles. Nee. Füchse haben hier nichts verloren. Jetzt kommt mein liebster Teil. Ich fange jetzt mal hier unten erstmal an, so die Fläche ein bisschen auszuarbeiten, wie es ungefähr aussehen soll. Das Ganze müssen wir dann noch nach oben spiegeln. Aber unten hat jetzt erstmal Vorrang, dass wir auch Arbeitsplatz haben, dass wir überlegen können, ob wir eine kleine Mobfarm bauen oder eine große. Das lasse ich jetzt einfach mal auf mich wirken. Ich habe beides ungefähr im Kopf, wie ich es machen wollen würde, aber ich guck mal, wie es hier ins Gesamtbild passt. Das ist mein liebster Teil. Du kannst mir ein bisschen beim Arbeiten zuschauen, dürfst aber nebenbei NCS-Musik hören. Yay! Nein, das macht mir wirklich Spaß. Ich baue, du siehst es grob und hörst nebenbei gute Musik. Und daher, viel Spaß, ich leg los. Legend of the World. 2500 Blöcke. Nice.
Kreis rund. Upsi, Quatsch. Zum Glück haben wir jetzt schon ausgebaut. Kreis kann jeder. Ne? Dank Plots und wie sie alle heißen, die Seiten, kann das ziemlich jeder. Und ein schöner Kreis kann auch gut ausschauen. Aber ab und zu möchte ich einfach mal was Abstraktes. Deswegen, ja. Bleib bei der Form, ein bisschen Feintuning kommt noch, aber ja. Die Form wird's sein. Können noch ein bisschen, ouch, schon wieder. Vielleicht noch nach vorne rausziehen, aber nö. Ich denke mal, das wird so fürs Erste der Plan sein. Das Gleiche müssen wir dann noch nach oben spiegeln. Und ich würde jetzt einfach mal noch ein bisschen hier auslegen, weil ich will ja dann auch schauen, dass ich hier mal ein paar Treppen nach oben baue. Stonecutter müsste ja theoretisch auch da sein, oder? Also doch. Das macht das Arbeiten deutlich angenehmer. So. Noch einmal kurz. Zack. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall unseren Aufgang hier. Sehr schön. Hier, das können wir natürlich mit Stone bekleiden. Okay, das ist durch die Ding gepresst. Hier würde ich dann eventuell mit Arrows noch ein bisschen arbeiten. Da könnte man auf jeden Fall was draus machen. Die Verkleidung von der Treppe, da müssen wir noch schauen. Jeden Fall irgendwas Imposantes. Wenn man hier hochkommt, dann soll man ja den heiligen Block sehen. Also, ja. Und das Ganze hier muss natürlich dann noch ein bisschen eingefasst werden. Aber so könnte man auf jeden Fall notfällig hier runterrennen, sich neu formieren, falls da oben irgendwie der Raid startet und dann hier unten, zack. Auf die Mütze, auf die Rübe. Das ist die Frage, was machen wir hier? Basalt kann ich noch nicht herstellen. Schade. Nee, dafür fehlt mir Eis. Dann könnten wir uns Basalt herstellen. Das ist, ich denke einfach mal so. Wir könnten entweder wirklich Pflanzen, also ja, Wiese irgendwie daher machen. Das Ganze irgendwie mit Cherry Trees oder so einfassen. Das könnte ganz geil ausschauen. Kommen hier auf jeden Fall problemlos runter, das ist wichtig. Und müssen wir diese eine Reihe vielleicht noch wegnehmen. Sollten wir vielleicht auch. Und eventuell will ich das Ganze verblenden. Und dann hätte ich auf jeden Fall Luft. Ja, so ungefähr. Dass es nicht ganz so komisch ausschaut und das könnte man dann hier auch machen. Ja, das würde sogar ganz gut ausschauen. Jungle Trees, Cherry Trees, irgendwie sowas eingefasst wäre, dann hätte es so ein bisschen so Maya-Kult-Charakter, irgendwie sowas in der Art. So tempelmäßig irgendwas. Doch ja, das könnte mir gefallen, der Gedanke. Hier habe ich mir auch schon was überlegt, wie ich das Ganze noch ein bisschen interessanter machen könnte. Auch, dass ich die Sachen besser einsammle. Gucken wir uns dann mal gemeinschaftlich an. Jetzt mal kurz hier die Bäume fällen. Ich finde die Kirschbäume eigentlich schon ganz nice. Und die haben halt schon was Erhabenes irgendwie, also für mich persönlich. Die Jungle Trees sind auch nice. Aber die wirken so schlicht im Vergleich. Da ist der Kirschbaum schon ein bisschen was anderes von der Ausstrahlung her. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass er noch relativ neu ist in Minecraft. Die Jungle Trees sind halt schon ein bisschen etablierter. Wir legen uns hier mal schon ein bisschen Dirt vor. Und lassen mal ein bisschen Wiese hier vorwachsen.
Na, gucken wir uns das Ganze an, wenn es mal vorgewachsen ist, würde ich sagen. Aber ich sollte mal kurz was essen, sehe ich gerade. Und ich glaube, diese Nacht sollten wir pennen. Das müsste die dritte Nacht in Folge sein. Bevor die Phantome jetzt meinen, dass sie mir auf den Keks gehen. Apropos Keks gehen. Wir sind auf Tag 26, jetzt Tag 27. Das ist interessant, warum ist das Ding gewässert? Hier gibt es kein Wasser. Normalerweise müsste es zurückspringen. Wenn ich Coarse Dirt zu Farmland mache, ist es anscheinend gewässert automatisch. Zumindest sieht es optisch gewässert aus. So, dann würde ich jetzt einfach mal hier hinsetzen. Und Notfall müssen wir uns halt nochmal. Was ist jetzt passiert? Ah, hat's Puff gemacht. Und dann war er weg. Ich war es nicht. Ich da mal einen Fullblock rein. Da werde ich wahrscheinlich auch einen Fullblock machen. Ja, das. Ich denke, das kann man so machen. Und hier. Schauen wir mal. Theoretisch können wir hier auch noch wohl runterziehen und dann können wir das noch einfassen. Da bin ich frei, aber jetzt brauche ich erstmal noch ein bisschen Dirt. Muss dann noch mal schnell was auslegen. Ja, doch, das hat was. Dies hat was. Und da können wir uns dann immer noch zum Beispiel. Könnte man. Machen das jetzt mal. Nicht entrindet. Könnte man jetzt noch entrinden. Dann sähe es vielleicht noch ein bisschen anders aus. Könnte man machen. Dann sieht es ungefähr so aus. Und ja, ich denke, das machen wir mal so. Ja, das mit den Ringen, das umfasst das ganz schön. Das hat ein bisschen was von einer Musterung und irgendeiner Verzierung, irgendwas in der Art. Ja, lass mal so. Gefällt mir. Mal schauen, ob ich den Cobblestone da lasse oder ob ich da was anderes hinsetze. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht wird es einfach eine Wand, Barrels, I don't know. We will see. So, das wird noch ein bisschen dauern. Schade. Das wird noch ein bisschen dauern. Schade. So, okay. Dann war ja mein Plan trotzdem nochmal zu schauen. Advancements. Wie weit können wir denn was machen? Was haben wir denn noch? Fill all visitor requirements. Okay, da brauchen wir aber erst den Besucher anscheinend, ne? Ja, visitor. Also ja. Order a mob from a trader. Schauen wir mal. Plant a tree. Haben wir gemacht. Plant down potatoes, carrots and beetroots. Okay. Potatoes habe ich drin. Carrots habe ich noch nicht. Beetroots habe ich. Craft 64 buttons. Milk a cow. Okay, das kann ich noch nicht machen. Das könnte ich machen. Will ich das machen? Was die Aufgabe ist, kann man schon mal machen. 16 apples habe ich noch nicht. Das ist klar. Obsidian. Netherrack, jo, das kriegen wir hin. Read the build limit, craft an Iron Sword, kill a Phantom, kill a Creeper. Okay, das kriegen wir nicht. Okay, wir können das Eisenschwert machen und wir können Gold einschmelzen. Das können wir schon mal machen. Das haben wir auf jeden Fall. Das sollte machbar sein. Wobei ich kein Fan bin vom Schwert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil. Ja, ganz einfach. Die Axt ist in Vanilla halt eigentlich zu 90, 99% stärker als das Schwert. Und daher sehe ich keinen Sinn darin, ein Eisenschwert mit mir zu führen, wenn ich eine Diamantaxt habe. So, das haben wir. Und dann brauchen wir, was war das andere? Also Gold. Gold ist in der Mache. Ja, bitteschön. Blistering. Zack. Gut. Schön, dass ich das auch schon erledigen konnte. Gut.
Quartz sind wir wahrscheinlich bald dabei. Killer Creeper, Killer Phantom, Killer Stray. It's a cat. Mhm. Okay. Wie viel Oak Planks habe ich denn da? 64 Buttons. Naja, dann. It's a mistake. Sorry. Ich lege sie jetzt einfach mal ab. Im Notfall kann ich sie einfach verbrennen. Das ist kein Problem. So. Das kann ich noch nicht machen. Adventurer. Discover every biome. Ja gut, da haben wir jetzt gerade leider noch keins erreicht. Summon an Iron Golem to help with defense. Gut. Da fehlt mir noch ein bisschen Eisen. Kriegen wir aber hin. So, 10.000 Blöcke haben wir fast gemacht. Die 5.000 Blöcke abbauen kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Da sehe ich keine Probleme. Das haben wir alles durch. Here's a netherite ingot to upgrade a hoe and then reevaluate your life choices. Aha. Ja, gut. Ich soll mir eine Hoe auf Netherite machen. Ja, natürlich. Ja, und dann sollte ich meine Lebensdinger überdenken. Mhm. Eat everything that is eatable, even if it's not good for you. Okay, also alles in die Goschen schieben, was geht. And float with a goat. Okay, wir sollten uns irgendwann ein Goat holen und dann einfach mit einem Goat ins Boot. Mhm. Catch a fish. Catch a fish without a fishing rod. Ja, das ist klar, das ist kein Problem. Breed two animals together. Breed all the animals. 25 sollte ich verpaaren. Okay, das ist klar. Catch a tadpole in a bucket. Mhm. Get each frog variant on a lead. Mhm, okay. Make the text of any kind of sign glow. Ja klar, ich brauche jetzt einen glowing insect. Yay. Was haben wir hier noch? Protect yourself with a piece of armor. Können wir auch machen. Enchanter. Wie viel Eisen habe ich da? Kann ich mir... Oh ja, ist ausgeräumt. Okay. Na gut. Rüstung wird noch ein bisschen dauern müssen. Wow, das war's. Ich dachte, wir können ein bisschen mehr machen. Aber gut. Versuchen jetzt mal die Outlines zu ziehen. Ich möchte es ja 1:1 spiegeln. Dann kann ich das unten nämlich einfassen in Mauernglas. I don't know. Da lässt sich auf jeden Fall irgendwas Lustiges machen. Ich habe schon überlegt, ob wir das Ganze in ein Sniffer-Eye bauen. Sehr auf jeden Fall interessant ist, aber das ist auf jeden Fall ein sehr hoher Bauaufwand. Da ist schon wieder ein Villager und der will schon wieder in meinem Bett. Apropos Bett, welchen Tag haben wir? 28. Uhu, wir kriegen bald Besuch. So. Ja, Tag 29. Bald ist der Besuch da. So. Versuche mich gerade an einer ganz kleinen Mob-Farm. Hier werden dann noch Trapdoors dran geklatscht, dass die auch hier quasi runterlaufen und vom Wasser dann hierher gespült werden. Die werden dann hier vorgespült, dann sind sie auf jeden Fall in Reichweite, dass sie auf mich reagieren. Und dann sollte das auch gut funktionieren. Spinnen, Enderman, alles. Enderman ist halt schlecht, weil da die Möglichkeit besteht, dass er sich hier rauspoltert. Deswegen sollten wir uns auf jeden Fall sicherheitshalber noch so einen Enderman-Überbau machen. Als da Enderman erscheinen. Dass wir da auf jeden Fall safe sind. Und den müssen wir dann natürlich hier oben ausleuchten, weil sonst haben wir hier oben die dicke Party und die wollen wir nicht. Und hier die Fackel mal darüber und jetzt gehen wir mal kurz da hoch zum Block. Und so, als würden wir jetzt am Block arbeiten.
Warten ganz kurz. Jetzt gehen wir mal runter und gucken. Ich höre dich. Das Problem ist nur, ihr kommt nicht in den Pathfinder gerade. Juhu, Monster Hunter. Na, du kommst hier nicht weg und bleibst schön hier vorne. Solange ich hier vorne bin, gibt es auch keinen Respawn. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben bin ein bisschen und am Block arbeite und dann wieder zurückkomme, sollte da auf jeden Fall immer was drin sein. Sehr schön. Skelette sind auch da. Was ist da unten im Wasser? Der Maus. Und die Monster reagieren trotz allem doch auf mich irgendwie. Okay, das ist gut. So. Auf jeden Fall. Und jetzt Knochen. Die Fledermäuse bringen sich gegenseitig um. Kartoffeln kriegen wir jetzt auch schon durch die Zombies. Nice. Oh, ein Creeper. Er wird denn da gleich in die Luft gehen. Kill Creeper. Hallo Zombie. Normalerweise muss ich das dann noch eins höher ziehen. Aber da kann man vielleicht irgendwie was drehen. Und es wäre schön, wenn die Fledermäuse verschwinden könnten. Danke. Ja gut, die spawnen dann auch teilweise, also von daher. Achso, ja, wir müssen uns ja nochmal hinlegen, ne? Tag 30. Na dann, machen wir mal. Mal gucken, wer kommt. Mal gucken, was passiert. Oder fliegt die Insel in die Luft? Wir werden es sehen, würde ich sagen. Wer freut sich ja richtig? Wer tanzt für uns? Das ist ein anderes Feuerwerk. Ich guck gleich. Ich habe gerade nur einen Creeper. Ja, unbedingt. Wird. Bist du besagter oder bist du ein ganz normaler? Jackie! Hallo Jackie! Was ist denn gerne? 5 Laternen, 6 Gold und ein orangenes Bett. Jackie? Ich glaube, das kriegen wir hin. Ah, da ist noch jemand. Ah ja, die Strings haben wir ja gekauft gehabt. Ja, stimmt. Anders, da käme ich ja nicht ran. So, apropos nicht rankommen, müssen wir mal gucken. Was wolltest du jetzt? Ein orangenes Bett? Das sollten wir hinkriegen. Da können wir auf jeden Fall dran arbeiten. So, dann brauchen wir das und dann brauchen wir mal einen Komposter. Falls uns die Knochen nicht reichen, müssen wir mal gucken. Spinnen sind leider gerade noch keine in der Mob-Farm. Deswegen gucken wir mal, was du. So zufällig Strings im Angebot? Nö. Natürlich, wenn ich welche brauche, hast du keine. Im Notfall muss ich mein Bett hergeben. Kriegen wir auch hin. Was wird's noch? Laterne. Laterne, Laterne, Sonnen, Mond und Sterne. Das sollten wir hinkriegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein bisschen Gold. Mal kurz was. Oh, da haben wir noch was gebranntes. 6 Stück, glaube ich, Wolze. Haben wir. Jetzt müssen wir das einfach durchjagen. Und dann machen wir das auf die Schnelle. Zack. Ich komme irgendwie an Strings ran. Da mache ich mir jetzt mal keinen Kopf. So, komm mal her. Nee, und das. So, oder? So, wir können auf jeden Fall mit Gelb und Rot. Sollten wir Orange kriegen, das ist gut. Dann haben wir schon ein bisschen Beetroot. Beetroot.
Gelb und Rot ergibt Orange. Wunderbar. Hier. So. Rot und Gelb und dann Orange. Du bist Jackie? Nein, du bist Mysterious Trader. Jackie, da wieso? Du wolltest wirklich Orange, ne? Hast du gesagt. Orange, ja. Gut. Kriegst du. Oh, jetzt hast du den Opfer gut besucht auf einmal. So. 5 Laternen, 6 Gold und ein orangenes Bett. Bleib stehen. Dankeschön. 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 Und jetzt? 9 Emeralds. Please stay in my world. 9 Stück müssten wir theoretisch haben, oder? Ja. 38 sollten reichen, oder? Yay! Und Jackie ist... Na, ja, das ist okay. Damit kann man auf jeden Fall traden. Ich kann mir jetzt Brot kaufen oder kann dann Weizen bei ihr verkaufen. Das ist okay. Habe ich schon 20 Weizen? 11. 11 hätte ich. Ja, dann machen wir mal schnell einen Trade, damit sie auch wirklich Farmer bleibt. Danke. So. Und dann haben wir die Aufgabe, die ich. Das war ja gar nicht mal so schwer. Zombies. Na kommt, alle her. Alle her. Alle her. Je mehr, umso schöner. Große Party. Ja, was ist denn los, Jackie? Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ich muss hier Creeper töten. Tut mir leid. Ich mag Schwert nicht. Axt ist viel, viel effizienter irgendwie. Klar geht sie punktuell. Schwert ist halt um uns herum Schaden, aber ja. So. Danke, Jackie, dass du im Weg standest. Oh, da gab es sogar Eisen. Nice. Aber ich würde sagen, wir haben heute auf jeden Fall schon eine ganze Ecke geschafft. Ich würde wieder ein bisschen was vorbereiten fürs nächste Mal. Dann werden wir auch diesen Block hier weiter abbauen. Und werden natürlich schauen, dass wir noch das ein oder andere Advancement durchkriegen. Haben wir heute leider nicht ganz so viel geschafft. Aber vielleicht können wir uns mal Jackie schnappen und uns nach oben bauen irgendwie. Und mit ihr oben mal einen Handel machen, dass wir das Advancement auch machen. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben wir jemanden, einen Villager, der bei uns bleibt. Für uns da ist. Uns versorgt mit Essen. Wir haben eine funktionierende Mobfarm. Sehr schön. Wie geschafft. Und hier brauchen wir auf jeden Fall noch einiges an Dirt oder welchen Stein auch immer ich hier verwenden werde. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Da mache ich mir auf jeden Fall noch meine Gedanken. So langsam müsste dieser Baum ja eigentlich wachsen, ne? Langsam sollte er mal wachsen. Ach, guck mal. Geht ja. Und diesen Baum muss ich jetzt leider umbauen. Nein, den lassen wir so stehen. Der gefällt mir. Der ist schön. Er ist groß, der ist mächtig. Ja, der nächste sieht wahrscheinlich nicht ganz so geil aus. Deswegen lassen wir den mal. Dann sage ich an der Stelle, danke fürs Dabeisein. Reingehauen. Ich habe gerade gesehen, da sind noch Spinnen drin. Die Monsterfarm mache ich noch leer, aber das mache ich nach dem Outro. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, ja, kennst das Spielchen. Kommentieren, abonnieren, liken, die volle Palette. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Reingehauen. Ciao. Nachtrag, wir haben hier noch einen Enderman. Den holen wir uns. Na komm her, Kollege. Er hat nämlich Erde geklaut, die Sau. Schön auf die Haxen hauen.
Schön auf die Haxen hauen. Diebstahl. Geht gar nicht. Gib den Erdblock her. Weißt du, wie teuer Erde hier ist? Weißt du nicht? Arsch. Klaut der einfach Erde raus? Ich glaub's ja nicht. So. Oh, jetzt. Reingehauen.